Hallo, damit herzlich willkommen. Einmal wieder hier zurück zum Gartensimulator, meine Damen und Herren. Ich grüße euch. Hallo. So, wir sind bei Tag 103. Jawohl. Und wir haben immer noch die zwei Aufgaben. Fünf Melonen, sieben Erdbeeren und vier Orangen. Zu ernten. So, die sind mittlerweile alle gewachsen. Hab da jetzt soweit vorgespult, wie es geht. Wir konnten auch einmal wieder mähen. Und dann werden wir heute mal das Ganze hier erfolgreich abschließen, würde ich sagen. Nehmen wir erstmal hier den Spaß ernten. Gibt es das erste Mal hier ein bisschen Kohlen. Ne, abgeschlossen. Und jetzt geht's noch an die Erdbeeren. Die sind teilweise so nah. Neuer Fähigkeitspunkt. Naja, 68 XP, 34 Euro. Ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Ja, aufpassen, dass wir hier alles erwischen. Mal gar nicht so einfach hier. Der Visier die zwar alle hier schick schön an. Oh, gibt auch gut XP das Ganze hier. Aber ich hab schon eine Melone geerntet, wollte ich gar nicht. Mal gucken, dass hier alles weg ist. Und dann haben wir hier die Melonen. Zugegebenermaßen, die Melonen sehen ein bisschen komisch aus. Ich habe Melonen anders in Erinnerung, aber... okay. Egal. So, haben wir den Auftrag auch abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, haben wir noch irgendwas hier? Ja, hier noch. Sieht man manchmal unter diesen Blätterzeug hier gar nicht so richtig. Na, jetzt passt alles, sehr gut. Dann hauen wir einmal noch die Gartenkürbisse weg. Dass hier nichts einfach so liegen bleibt. Hier hinten noch, sehr gut. Dann haben wir die Gartenkürbisse auch weg. Dann nehmen wir noch die Gurken mit weg. Die uns ganze 6 Euro bringen. Aber dafür einen Haufen XP. Ist halt der Witz, ne? Bring halt kein Geld. Bringe aber XP. Deswegen machen wir es und deswegen haben wir sie auch sehr zahlreich hier mit angepflanzt. Kann ich mal grad sagen, hier sind noch welche. So. Also für Schattenwürfe hier auf EMA ist ja Wahnsinn. So, dann noch die gute alte Paprika. Die bringt wenigstens noch ein bisschen Geld. Wenn auch nicht allzu viel. So. So. So, sehr schön. Sehr gut, dann einmal hier feuchtfröhlich drüber. Ja, passt alles, leuchtet alles. Also haben wir schon. Ich überlege noch, wann wir hier vielleicht einfach die Automatisierung mit reinbringen, wenn wir sie überhaupt mit reinbringen. Also sprich hier den Sprenger halt, ne? Ihr seht ja ungefähr, wie weit er reicht, ne? Das wäre zum Beispiel bei so einem Ding, müsste man alleine schon mindestens 4 reinsetzen. Das sind halt, naja, mal dezent 400 Euro. Das ist halt immer so die Sache, ne? Die ist halt immer so die Sache, ob sich das lohnt. Ich meine, Kohle haben wir mittlerweile mehr als genug. Dann sollte es jetzt erstmal prinzipiell nicht scheitern. So, alles erfolgreich gegossen. Sehr schön. Dann lege ich mal kurz den Dünger wieder hier ab. 676 Stück bei dabei mittlerweile. Also, naja. So, Fähigkeiten. Hier sind wir bei 8. Hier sind wir bei 8. Und dann gehen wir hier noch auf 7. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann machen wir Feierabend für den Ingame-Tag hier. Und dann warten wir mal kurzerhand eine Stunde, bis wir hier neue Aufträge reinbekommen.
Und wir haben 6-mal Unkraut. Das ist jetzt natürlich der Nachteil. Je mehr Felder wir haben, desto krasser wird das Unkraut. Ne, und so weiter. Ich meine, theoretisch könnte man es einfach lassen. Ne? Ich meine, es hat keine negativen Auswirkungen. Also weder aufs Wachstum noch auf sonst was. Ich meine, vom Vorteil ist es natürlich, wenn wir es rauskämmen, oder was heißt rauskämmen, wenn man es rauslüppen, weil daraus können wir halt Kompost machen. Aber dann müssen wir auch ehrlicherweise wieder zugestehen, eigentlich brauchen wir keinen Kompost mehr. Ja, mittlerweile so viel Dünger, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Schüsse. Aber die sind größtenteils hier bei den Kürbissen gewachsen. Das ist gut, weil da ist sehr viel Freiraum. Das sieht man das wenigstens auch noch. Gut, bei den Melonen wird man es auch noch sehen. Hier bei den Erdbeeren wäre komplett katastrophal. In meinem Sinn, dann gibt es immer noch zwei, aber naja, gut, wir haben es 8.40 Uhr, das heißt, gleich kommt eventuell eine neue Aufgabe oder eine Aufgabe, die wir auch schon 3 Millionen mal hatten. Das werden wir jetzt gleich sehen, wie das wird. Wäre ja nicht das erste Mal vom Spiel ausgesehen, ne? Rasen hätten wir jetzt eher noch eine Weile Zeit hier. Hier hinten halt noch Erweiterungen, aber ganz ehrlich, ich komme hier vorne noch nicht mal mit allen außen vor. Was will ich dann jetzt mit noch einer Fläche? Ich meine, hier war ja so das Ziel, ne, dann hier rüber und dass wir das ja noch als Beet haben. Aber dazu brauchen wir aber erstmal die Aufträge, ne? So, wir sollen 8 Tulpen und 8 Becher pimmeln. Primeln? Primeln machen. Ja, Blumen hat man schon selten, also generell wirklich sehr, sehr selten. Aber okay, kriegen wir hin. Primel, das sind, ne, Becher sogar, also Tulpen und Becher. Primeln, gibt es da noch einen Unterschied? Tulpen haben wir hier, Becherprimeln. Dafür brauche ich, ja, ich habe jetzt gedacht, mit 20 ausgewachsenen Kosmeen. Und hier brauche ich erstmal dafür 14 Sandu Paula. Sandu Paula Dinger hier. 8, also 14. Die brauchen 11 Tage, geil. Wie viel habe ich jetzt davon? 8, also 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und für die Tulpenzwiebeln brauche ich 20 mal diese Kosmeen. Mal gucken, was Kosmeen überhaupt sind. Kosmeen. Und die Kosmeen muss man natürlich auch erst noch freischalten, indem wir 20 Blumen in Hochbeeten oder Töpfen haben. Es ist großartig. Mein Gott nochmal. 20 Stück. 15, 20. Naja, das geht sich ja sogar aus. Das heißt, wir nutzen jetzt einfach mal komplett hier hinten die Fläche. Bäm. Bäm. Ja, ja, alles. Alles krumm und schief. Das ist immer wieder geil. Das ist eine Rastersteuerung, wie bemerkt, ne? Also. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, das sind jetzt 15 und hier hinten sind es 5. Machen wir mal schön. Dann setzen wir die 6 Pflanzen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Pflanzen hier an, dann wird das nämlich sogar automatisch gemacht. Ich muss mich um nichts kümmern. Und jetzt sollen wir 20 Pflanzen generell da hier mit drinne haben. Und dabei ist es relativ egal, was wir da für Pflanzen haben. Das heißt, ich setze 20 mal 3 ein. Das ist nämlich immer noch das Schnellste, was wir machen können. So blöd, wie sich's anhört. Und dann haben wir jetzt erstmal 11 Tage Vorbereitungszeit auf diese Mission. 11 Tage, Minimum. Und dann kommt noch das Zeug, was noch wachsen muss. Großartig. Großartig, großartig, großartig. So. Dann machen wir einmal 1, 2, 3, 4, 5. Und du willst mir jetzt nicht sagen, dass das Zeug hier nicht reinpasst, oder? Es schallert immer so ein bisschen hier. Ja doch, es passt, aber... Also irgendwie passt's, aber irgendwie passt's auch nicht. Einmal... Mit sehr gebürtigem Abstand, ja. Wie weit soll ich denn das hier aushalten, ne?
Für sowas hab ich ja auch richtig Geduld, ne? Da kennt er mich ja. Dass ich für so eine Scheiße immer richtig Geduld habe. Aber, ganz ehrlich, permanent linke Maus klicken. Irgendwann erscheint das Scheiß. Oder der Scheiß. Und dann geht's. Oh, nee, Digga. Also es funktioniert, aber man muss halt das richtige Ding treffen, ne? Na gut. Wenn es immer so... Oh, jetzt haben wir einen Run, jetzt haben wir einen Run. Oder auch nicht. Ne. Ne. Ja, deswegen hasse ich diese... Gottes Willen. Ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt so zu geizig, diese Dinger, weil bei den Dingern da hinten klappt es besser, ne? Da hast du mehr Fläche und alles, aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt viel zu geizig dafür. So, mal gucken hier im gebührten Abstand. Mein hat ja hier gerade auch einsam funktioniert, ne? Das ist halt nur, also bei den ersten zwei. Ja. Einmal random, ne? Ich klicke die ganze Zeit immer wieder auf die gleiche Stelle, halt. Aber mal will's nicht, halt hier. Komm, es sind nur noch drei Stück. Lass mich diese drei Stück hier hinzimmern. Okay. Ja, und jetzt der letzte, komm. Ja, komm, das sah schon gut aus. Oh, Alter. So, sehr schön. Die da vorne sind mittlerweile auch gewässert. Wie bitteschön. Wir könnten jetzt hier wieder abernten, ebenfalls was die Gurken angeht. Da noch ein bisschen XP generell mitzunehmen. Na gut, stimmt, wir müssen die generell noch gießen. Die habe ich nämlich noch gar nicht gegossen. Oder hier habe ich noch gar nichts gegossen. Ich weiß nicht, dass es mir gerade einfällt. Oder? Nee. Hier ist noch gar nichts. Dann gehen wir hier einmal durch. So. Okay. Komm. Hat für alles gereicht? Nee, halt hier noch ein Schmied. Ah, Gott. Eine Pflanze. Eine ganze Pflanze. Na gut, es waren zwei. Zugegebenermaßen, es waren zwei. So. Dann bauen wir die noch ab. 72 XP. Muss man ganz ehrlich sagen. Auch ganz sauber. Auch wenn es halt geldtechnisch komplett sinnlos ist. Und dann sehe ich schon wieder die Tage der Vorbereitung generell hier auf mich zukommen.
Das wird nämlich definitiv nicht wenig werden. Da haben wir den Komposter wenigstens mal voll. Gießkanne. Weil die hier hinten müssen wir immer gießen. Da kannst du jetzt schlechten Dings halt hinstellen. Aber gut. Die 3 Tage kriegen wir das auch noch hin. Oder 2 Tage sind es ja jetzt in dem Falle noch. Und dann sollten wir wenigstens die Ehen noch freigeschalten haben und dann geht's ja erst mit dem Rest wieder los. Halleluja. Ja, sehr schön. Ich mach's jetzt kleiner mal voll. Aber wir sind gleich Level 40. Ja, so muss man das Ganze dann auch mal sehen. Hier hinten noch, sehr gut. So. Sehr schön, Level 40 alleine nur durchs Gießen, da muss man nicht mehr abernten. Nehmen wir natürlich. Ja, die Erdbeeren, die sind sehr gut gesetzt. Das ist ein sehr effizientes Gießen hier bei den Erdbeeren. Sehr gut. Ja, dann noch einmal feuchtfröhlich abernten. Es gab jetzt hier keine 2. Mission. Sehr zum Bedauern. Weil normalerweise kommt dann ja, oder was ist normalerweise, ne? Es können 2. Missionen ja noch kommen. Selbst wenn man jetzt bei der ersten halt ewig dauert, dass man die anderen halt schon mal abarbeitet oder wenigstens auch da schon mal wieder drauf hinarbeitet, aber nö, will er nicht. Hat er momentan keine Lust, aber ist okay. Dann ernten wir hier noch einmal alles ab. Haben schon fast wieder, ja, nicht die Hälfte, aber ne, ein Viertel haben wir auch schon wieder voll von Level 40. Die Kürbisse waren noch nicht ready. Wenn ich Unkraut sehe, nehmen wir es gleich mit. Nö, also auch die Melonen noch nicht, die sind nur erst in 2 Tagen. Aber die Erdbeeren. Dann werden die Erdbeeren und die Melonen dann gleichzeitig wieder reif. Weil die brauchen immer nur 2 Tage. Sieht gut aus. Menschens, genau. Jetzt haben wir fast die Hälfte. Sehr gut, dann hier noch die. Ja, also man könnte jetzt schon fast sagen, mit einer Ernte machen wir ein halbes Level, ne? Ist ordentlich. Ist ordentlich. Gut, hängt aber halt auch mit den Skill Points, ne? Zusammen. Deswegen. Naja, gut. Oh, Feierabend hier. So. Mahlzeit. Da sind die Dinger auch fertig. Ah ja, stimmt. Ich kann ja hier erstmal wieder. Wir haben jetzt 8. Landwirt 8. Dann geht es dann noch demnächst in Händler 8. Dass wir das auch noch mit haben. Und dann läuft das. Und dann ist jetzt hier erstmal wieder feuchtfröhliches Gießen. Beziehungsweise die Gartenkürbisse sind reif. So, sehr schön. Die Melonen werden morgen reif und die Gartenkürbisse dann Dings und hier die Orangina, mal schnell auch noch mal weg. Gucken dann auch wieder. Ah, hier ist Löwenzahn drin. Na. Na, dürfte ich. Danke. Sehr gut. Und dann passt das auch wieder. Ah, guck mal, hier ist auch noch Unkraut drin. Wenn wir gerade mal hier dabei sind, das ganze Gelumpe hier leider mit rausruppen. Muss halt immer aufpassen, dass ich hier nicht. Gibt es eigentlich Geld? Ja, bitte, ne? Wenn auch nicht viel, dass ich hier die Stäbe nicht rausreiße. 18 XP, aber kein Euro. Aber immerhin XP.
Muss man mal vorstellen, dafür, dass man Unkraut wegschmeißt, ne? Also, oh, angeblich 6-mal Unkraut drin, Halleluja. So, alles easy peasy, ja, das klappt ohne Probleme. Machen wir das noch raus hier und gut ist. Naja, ich arbeite mich erstmal dahin. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann, wenn es nicht jetzt noch irgendwelche anderen aufregenden Zweitaufgaben gibt, sind wir dann soweit, wenn hier Tulpen und wenn der ganze Spaß ist. Muss mal gucken, wie lange die wachsen müssen. Ich glaube, die müssen Ewigkeiten wachsen. Deswegen, also ich denke mal, so Tag 120 werden wir dann mindestens zusammen, ne? Weil alleine das dauert jetzt noch ewige 90 Jahre hier, bis das gewachsen ist, um genau zu sein, 9 Tage. Ja, gucken wir mal. In dem Sinne, ich danke erstmal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Dankeschön. Oh, lasst noch ein Däumchen da, falls noch nicht getan. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge, die morgen sein wird. Und mal gucken, wie viele Tage hier vergangen sind. Tschüssikowski. Tschüss.